Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Wir haben heute den 17. Dezember und der Marc hier, der blendet jetzt gleich mal das Geburtstagskind von heute ein und das ist Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, natürlich, Gigi. Kennst du? Nee. Das ist ein DJ und italienischer Musiker. Ah. Ja. Musikproduzent, hat die Lieder rausgebracht, The Riddle oder Bla 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 oder La Passion oder L'Amour Toujours. Ich wüsste jetzt von keinem die Melodie, aber er ist auf jeden Fall ganz bekannt. Was zeigt er uns da für eine Größe an auf dem Bild? Was will er uns damit zeigen? Das ist 20 Zentimeter. 20 Zentimeter, genau. Nie im Leben, kleiner Peter. 17. Dezember, was ist da passiert? 17. Dezember, ach, 1996, Kofi Annan wird von der UN-Vollversammlung zum Generalsekretär gewählt. Das ist und er ist damit der erste Schwarzafrikaner, der diesen Posten begleitet. Ja, das war eine ganz gute Sache, glaube ich. Ja. Kofi Annan war, glaube ich, ein Netter. Der ist ein Netter, ja. Ja. Aber am 17. Dezember ist auch ein Film in die Kinos gekommen, das war 2003 in den deutschen Kinos und das war Herr der Ringe. Ja. Herr der Ringe, Rückkehr des Königs. Bist du Herr der Ringe-Typ? Ja. Ja. Kennst du alle? Ich kenne sie alle, kennst ja. Kennst du auch die Hobbit-Filme? Ja, auch. Ja. Ja. Aber Herr der Ringe, warst du auch im Kino? Ich meine ja. Es kann vielleicht sein, dass ich einen nicht gesehen habe, ich weiß es nicht genau. Aber normalerweise muss man die im Kino erlebt haben. Ja, ich habe den ersten Teil habe ich nicht gesehen im Kino, den habe ich dann nur auf DVD gesehen. Ja. Aber den Teil 2 musste ich dann natürlich und den Teil 3 ja, dann klar, im Kino. Auf jeden Fall. Und das war der dritte Teil, der ist 2003 in die deutschen Kinos gekommen. Also immer so um Weihnachten rum, das war so die Sache. So. Immer um Weihnachten war Herr der Ringe Zeit. Ja, es war so ein paar Jahre lang so. Weihnachten, da kommen immer die friedlichen Filme. Herr der Ringe. Ja, genau. Kaum Gemetzel. Nee, kaum Gemetzel. Und am 17. Dezember ist noch was? Ja, die Staatssekretäre Egon Bahr von der BRD und Michael Kohl von der DDR unterzeichnen am 17. Dezember 1971 das Transitabkommen. Was bedeutet das Transitabkommen? Das bedeutet, dass die Westbürger in die DDR reisen können. Aha. Über die Transitstrecke nach Berlin. Richtig. Über Berlin dann über den Grenz. Habe ich damals als Jugendlicher auch gemacht mit meinen Eltern. Ja. War ein Erlebnis für sich, war ein beeindruckendes Erlebnis auf jeden Fall. Und ja. Ohne Zwischenstopp. Ohne Zwischenstopp. Allerdings muss man sagen, dass die am Rande wirklich lagen mit ihren Tarnnetzen und nur darauf gewartet haben, dass man die Geschwindigkeit übertritt. Damit sie einem dann natürlich schon mal das erste Mal Westdivisen aus den Rippen leihen konnten. Ach so, du bist mit dem Auto, bist du drüber? Ja. Ach so, ich dachte mit dem Zug jetzt gerade. Nein, mit dem Auto. Ach so, dann musstest du einmal kommen. Du kannst doch da bei Hannover, da gab es diesen Grenzübergang, ich weiß gar nicht, wie hieß er noch? Hannover? Ich komme nicht mehr drauf. Wenn ihr wisst, wie der Grenzübergang bei Hannover heißt oder geheißen hat, also bei Hannover-Wolfsburg da irgendwie die Kante, schreibt es mal in die Kommentare, mir fällt es gerade nicht ein. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall am 17. Dezember 1973. Genau. Und jetzt haben wir über den 17. Dezember haben wir ganz, ganz viel gelernt. Ganz besonders wichtig ist natürlich, dass Gigi D'Agostino heute Geburtstag hat. Ja, total. Wenn wir das nicht gesagt hätten, das wäre ja einfach untergegangen. Ja. Deswegen sage ich, bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns. Tschüssi.